Bruder? Genug! Hammer? Ich hab gewonnen wegen Glück. Ich hab gewonnen! Yay! Und weil ich einen guten Lehrer hatte. Ja, wir haben hier schön gerockt, ne? Auch die Wunde an deinem Arm ist noch nicht verheilt, oder? Wenn die Wunde nicht gewesen wäre, glaube ich, hättest du gewonnen. Ja, das war recht knapp, das Match gegen den Champion. Willkommen zurück, hier Xenogis nebenbei. Das hier schon mal. Verloren ist verloren. Meine Wunde ist kein Entschuldiger. Der Champion bist du. Tja. Ich hab da etwas, was ich sehen muss. Ich werde mich jetzt mal verabschieden. Tschüss. Champ, warte! Lass uns mitgehen! Ich bin nicht länger Champ. Ja, werde mir nie wieder einen Weg stellen, okay? Folgt mir nicht! Aber Champ! Rico! Aber der Kampf war wirklich sehr spannend. Wer den verpasst hat, soll der Let's Part anschauen. Und ja, der Hammer denkt jetzt nur reden, aber der Bildschirm ging alleine weg. Kann nichts für. Stier. Das ist das letzte Mal, da wir zusammen sind. Stier heißt sein Gier. Cooler Name. Oh, wir waren das. Hey, schaut! Da ist nur ein Kontrollschiff. Die anderen sieben sind, normal betrieben. Sie werden halt gesteuert, ne? Wer kontrolliert sie? Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich den Command explodiere. Dominia? Dominia! Hä? Wer ist das? Moment, ist das nicht einer von den Elementen? Es ist eine lange, lange Zeit in Jaim. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war in Jugend, oder? Ja, da war doch was. ich verstehe. Was machst du hier? Tja, das ist eine sehr interessante Mission. Von der Zentrale wurde sie befohlen. Ich habe schon Ramsus seine Befehle mitgekriegt. Und der Hecht, naja, das ist auch ein bisschen crazy. Von normalen Soldaten. Ich nehme den Hecht. Ich brauche keine Eskorte. Aber das ist auch ein Teil des Plans. Das wird ein guter Kampf. Warte! Sag mir, wer bitte unser Gegner ist. Sag mir bitte, wer unser Ziel ist. Du solltest es wissen. Das ist, naja, das darf nicht jeder wissen. Aber ich glaube, ich kann es dir sagen. Der elektrische Generator in der östlichen Sektor von Kislev imperialen Stadt. Oh, Kislev? Moment, war da nicht was? Ist da nicht das Gefängnis im Osten? Oh. Das Ziel ist ein Reaktor. Wie war es bei einer sehr alten Zivilisation zurückgeblieben ist. Der Reaktor? Wenn du angreifst, dann wird Kislev. Ja, vielleicht wird es zerstört werden. Naja, egal. Aber der Rest wird unbewohnbar für Hunderten von Jahren. Das muss ein geiler Reaktor sein. Weil Atomreaktor würde noch länger dauern, nur so nebenbei. Warum tust du das? Um jemanden zu verbrennen? Warum sonst? Ja. Vielleicht weißt du das. Kislev hat einen Wächter. Ne, Gatekeeper. Das originale Gate ist kontrolliert von normalen Lämmern. Vulgären Lämmern, Entschuldigung. Diese Lampbarriere ist jetzt bei uns. Die Lämmer versuchen, das Gate zu zerstören. Willst du das zulassen? Vielleicht muss das sein, aber warum wurden wir nicht involviert?
Interessiert dich das? Seit wann entscheidest du denn? Krieg. Betrug. Was ist Thrive? Na egal, das gehört dazu irgendwie. All das ist in den Lämmern ihren... Naja, ist bei ihnen nicht eingebrannt. Warum bin ich heute so verkühlt? Weiß nicht. Ah. Muss im Wetter liegen. Hust. Naja, vielleicht hast du schon mal hingeschaut. In diese Stadt der Dummen. Wir werden sie auslöschen. Wow. Und da sag ich mal nichts zu. Also sie wollen den Reaktor von Kislev zerstören, damit sie hunderten von Jahren dort nicht mehr bewohnbar ist. Bruh, crazy. Das wird weltbewegend sein. Tja, so ist es halt. Und wie wir wissen... Advanced Knowledge Moment. Erweitertes Wissen oder Werkzeuge sind nicht nötig für diese Haustiere. Für normale Haustiere. Gib mal eine Katze einen Schraubenzieher, mal fein, was passiert. Oder wie? Wir müssen sie führen, dorthin, wo sie hingehören. Moment, du warst ja damals ein Landverwalter oder so, warum? Ich wurde herausgewählt vom Commander. Hey, schau mich nicht so an wie ein normaler Lämmer, das sieht dumm aus. Tja, dann. Du hast... Shirked. You have shirked. Ich finde das nicht mal im Wörterbuch. Schlechtes Wörterbuch, muss weghauen. Ah, ist so interessant. Auf jeden Fall hast du die Ehre, seit den Jugendtagen hier zu sein, ja? Und mit dir akkusumentieren. Ah, was ein Wort. Ist eine Verschwendung von Zeit. Ich war einmal der Verwalter von mir selbst, aber ich werde jetzt Dilemma ausmerzen. Ich will dich, die Schieferz, das ist ein Eigenname, Abel. Ich will mit eigenen Augen sehen, was du anstellen kannst. Was ich kann, ist darum, wie man es nimmt. Kislev. Sie wollen Kislev zerstören! Und wir wissen das, also Fei weiß nichts davon und ja. So geht der Krieg halt. Wow. Fliegen die immer langsam. Ach, die geile Musik ist wieder da. Der Raum? Das ist der Champs-Raum? Das ist der Raum, den wir schon mal gesehen haben. Ich war schon mal öfters hier, aber wir konnten da nicht weiter. Ja, das ist der Raum, der den Champion gegeben wird. Ist es nicht? Ist das nicht in deinen... Ich hasse dich, Skype. Ist das nicht in deinen Vorstellungen? Nein, es ist nicht so, aber was ist mit Rico? Rico? Achso, der Ex-Champ. Jetzt bist du der Champ. Aber was ist mit ihm passiert? Nach der Finalliga, während der Gruppenliga, ist sein Gear außer Kontrolle geraten. Und naja, die unkontrollierbare Gear ist hineingecrasht in Kaisers Boxsitz und wurde beschädigt. Und seit damals ist von ihm nichts mehr gehört worden. Ist er ausgerastet? Vollkommen möglich ist alles. Wir haben ihn seit damals nicht mehr gesehen. Nicht mal Ricardo hat ihn gesehen. Das heißt, wenn keine Kämpfe anstehend für eine Weile. Jetzt ruhe ich mal aus. Das explosive Halsband wurde entfernt. Du kannst in den A-Block gehen, zur Zivilistenarena von Nordtun, ne? Warum gehst du noch nicht hin? A-Block? Zivilarena? Stimmt, der Halskragen ist jetzt weg für ein Bild von Fei. Interessant. Aber auch vom Doktor, weil Fei jetzt der Champion ist! Yeah, endlich raus aus diesem Gefängnis!
Das südöstliche Part von imperialen Schloss oder halt Hauptstadt nennt sich A-Block oder auch ganz normal die zivile das zivile Areal. Tja dann, wer verlasst dich jetzt? Tschüss. Fei ist Champion. Dieser Raum ist jetzt deiner. Nebenbei ist der Bettenraum. Oh, ein Fei. Jetzt hast du das, während du das Champion-Rang hast, bist du jetzt auch Rang S-Privilegien von Waran. Ah, jetzt hat er Rang S. Tja. Gratulation. Ja. Wir werden sehr viele Daten sammeln. Oh, eine gute Neuigkeit noch. Kaiser Siegmund will ich treffen, Fei. Du wirst im Anrufen beim zentralen administrativen Distrikt. Tja, tschüss. Aber der Kampf war wirklich ziemlich knapp beim letzten Mal. Wow, da musste ich schon ein bisschen aufpassen. Aber da es ein Kampf Best of 5 ist und ich schon zweimal gewonnen habe, hätte ich sogar eventuell verlieren können einmal. Naja, egal. So, jetzt sind wir frei. Ist das Realität, richtig? Ja? Was wollen wir jetzt tun, Bro? Norton verlassen? Wir sind noch nicht fertig. Da gibt's noch eine Sache zu tun. Ich weiß. Es ist Weltall, richtig? Wir können es nicht hier lassen. Wir müssen es irgendwie zurückkriegen. Wir müssten irgendwie Weltall zu einem anderen Dock bringen. Tja, da kommst du jetzt ins Spiel, Hammer. Okay, verstanden, Doktor. Ich werde herausfinden, wo euer Gear ist. Ich werde mich bei eurem Namen als Imperialer... Was? Imperials Capitals Number One Supplier. Imperialer Hauptstadt Nummer 1... Bringer? Aber es war ähnlich. Auf jeden Fall ist jetzt sein Name so genannt. Okay, lass uns zur Arbeit gehen. Ich werde auf mich selbst arbeiten. Wenn du, Hammer und Doktor, zusammenarbeitet. Wow, vertraust du mir nicht, oder was? Ich arbeite alleine. Nichts gegen Sittern, aber hey! Naja, lass es mir über, ja? Dieser Hammer... Holt den Hammer! Wir sollten auch in der Arbeit. Ja, das Gear wurde nicht mitgebracht aus dem Gefängnis. Das ist derweil, ja, woanders. Also wenn Fei jetzt campen würde, keine Ahnung, was er jetzt für ein Gear bekommen würde. Und hier ist ein Raum mit einem Bett und auch ein Speicherpunkt, den werde ich natürlich nutzen. Ich will das ganze Champion-Dings nicht nochmal machen. Das war schwer genug. Na komm. Danke. So. Der Siegmund will uns also treffen. Das ist der, der diese Orgel hier spielt im Hintergrund. Ich finde die Musik geil. Leider hört man die nicht allzu oft. So. Und da werden wir wieder. Hier ist die Bar vom Gefängnis. Oh, Fei, warte. Wie Hammer rausging, hat er für euch eine Nachricht hinterlassen. Er will euch, dass ihr euch beim Wildcat trefft, in der Wildcat-Bar. Die Wildkatzenbar. Nein, die heißt wirklich Wildcat, weil Eigenname und so. Bei den zivilen Teil der Stadt. Ja, verstanden? Okay, der Hammer will uns wieder treffen in einer anderen Bar. Aber zuerst gehen wir mal zum Herrscher. Und ja, weil Fei jetzt keinen Kragen mehr hat um seinen Hals, kann er jetzt überall hin. Ich habe das Gefühl... Das ist der T-Block! Quange wie die... Moment. Entschuldigung. Du das. Wolltest mich schon nicht durchlassen, ha? Ich bin der Champ, ich darf überall hin. So auf die Art. Tjo, läuft. Sogar die hier lassen einen vorbei. Der Champ!
Ich habe dein Match angesehen. Boah, das war richtig geil. Bitte vergib meine, früheren, wie ich dich so genannt habe und so, ne? Weil ich immer gut. Auf jeden Fall darfst du jetzt nach dem noch so süß, du darfst überall hin. Yay! Yeah! Und was zur Hölle redet der Fehl? Danke sehr. Okay, was haben wir hier? Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Wir haben hier den zentralen Distrikt, wo der Kaiser lebt. Dann haben wir hier unten einen Haufen Eingänge, wo ich, Moment, wie ging das nochmal? Ah ja, so rum. Aua. Hier haben wir den A-Block, den Vordereingang, und hier haben wir den Ausgang zur Weltkarte. Nebenbei, wo sind wir? Schauen wir mal raus. Schauen wir mal raus. Wo sind wir denn überhaupt? Auf der Weltkarte, das ist ganz, ganz weit oben im Norden dieser Insel. Bin neugierig, wenn wir mal von der Insel wegkommen. Ich weiß es gar nicht mehr, wann das ging, aber relativ bald. Egal. Aber wir brauchen mal sehen, wo wir überhaupt sind. Wir sind in Kislev und ja, das führt Krieg mit unseren Freunden, die wir schon kennen. Ach ja, läuft. Oben ist der nördliche Zugang zum A-Block. Aber es ist geschlossen wegen Bauarbeiten. Okay, und hier kann ich rein. Das ist das westliche Gate. Dann haben wir hier das nördliche Gate. Und nicht vergessen den Haupteingang. Und hier hinten haben wir den C-Block, wo die Kampfarena ist. Dort hat er frei gekämpft, um Champion zu werden. Schauen wir mal in den A-Block rein. Hier waren wir bisher noch nie. Und die Kamera ist hier nicht gerade, mein Freund. Ja? Nicht wirklich. Hallo. Das ist das nördliche Gate von Block A. Die Straßen führen zum zentralen Distrikt. Und ich habe viel zu erzählen, also hör mir nicht zu. Was ist das denn für ein Auto? Beziehungsweise, was ist das für ein Fahrzeug mit drei Reifen? Ich meine, physikalisch ist das zwar bestimmt, aber fährt das gut? Will ich mal austesten. Das ist die Baracke. Du darfst hier nicht rein, außer du hast die Erlaubnis. Hey, du bist der Champion? Was? Erlaubnis? Nein, nein, nein. Du brauchst keine Erlaubnis. Du bist der Champ. Also wenn man Champ ist, darf man überall hin. Das ist irgendwie cool. Tja, dann bitte eintreten. Ja, ich will doch, aber du lässt mich nicht, mein Freund. Ja, sieht interessant aus. Sieht aus wie eine Bar. Hat irgendwie was von. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Ich fand das hier relativ interessant, was hier abgeht. Hier ist der Raum von den Soldaten und hier ruhen sich schon ein paar aus, ja. Und dieses Zeichen hier, was man hier sieht. Keine Ahnung, was das bedeutet, wir haben das noch nie gesehen. Aber man sollte das sich mal merken, weil das wird noch wichtig. Naja, mehr oder weniger. So, und da haben wir es nicht hier, ne? Der ist in einer anderen Bahas geheißen. Aber damit wir auch mal hier gesehen haben, hier ist die Baracke der Soldaten. Sieht eigentlich ganz normal aus, ne? Nichts Besonderes. Gut, dann schauen wir mal so ein A-Block ein bisschen um. Eigentlich wollte ich zuerst zum Kaiser, aber... Oh. Das interessiert mich gerade. Wer bist du? Er war vorhin nicht da, hi. Ah, der Big Joe ist das. Ist da irgendwas Interessantes hier? Willst du schauen? Willst du schauen? Irgendwas Interessantes? Okay, schauen wir mal. Oh, du willst nachschauen, ne? Ja, klar, komm, junge Mann, das ist die Welt. Das ist ganz leicht, ne? Du weißt, ich kann es nicht für gratis sehen lassen. So, wenn du es sehen willst, dann brauchst du Geld. Cash, Muller, Knöten, Kröten, Mäuse. Was auch immer. Wenn du willst, dass du hier raus weggeht, ja, dann musst du zahlen. Es ist sonst kein Profit für mich. Ja, und immer wieder und immer wieder. Es ist ein fairer Handel, ne? Ne? 5000. Ziemlich teuer, mein Freund. Hey, das ist zu viel. Okay, nicht nett, nicht nett. Der ist eigentlich so vorbei, ne? Nope. Tja, was da hinten wohl ist, das kostet 5000, da durchzugehen. Viel zu teuer.
Erinnern uns schon mal, der Kaiser gesagt hat, er will uns treffen, also zumindest einer hat das gesagt, dann schauen wir mal auf den Kaiser. Das hier sieht, ich weiß nicht, das sieht irgendwie aus wie eine geniale Mischung aus einem Schiff und einer Laserkanone. Dieses Teil und wow. Und wie man sieht, hier hinten bei der Tür ist auch dieses Zeichen. Das ist das Zeichen von Kislev selbst. Nur von dem Ball. Hallo? Gut eingeladen. Das ist der Kislev zentrale Distrikt. Nur autorisierte Person. Oh, bist du nicht der Champ? Bye! Der Kaiser wartet! Der Kaiser! Komm bitte entlang! Kurz check, wie lange ich aufnehme. Okay. Hey, da. Wo kommt der her? Niemand hier. Hab ich mir gedacht. Die Sicherheit sollte sein ziemlich. Ja. Eingerostet seit 5 Jahren. Was macht der Champ hier? Er hat nebenbei noch immer seine Halskrause. Soll ich hier mal ein bisschen anklopfen? Oh Moment, ich glaube, ich werde es durch die Lüftungsschächte machen. was hat er vor? Das ist der zentrale Distrikt. Der Kaiserraum ist der Lift hinauf. Und dann der westliche Flügel. Okay, danke für diese Information. Und hier ist nichts viel mehr aus deinem kleiner Raum, wo man hier nochmal reinschauen kann. Aber ich glaube, da war nichts Wichtiges, ne? Naja, wie man es nimmt, hier kann man mal runter. Wuhu! Und da steht jemand mit einem Hund. Wer bist du denn? Erzählst niemand, dass ich hier ein Tier habe. Ich habe ihn draußen in den Laden geworfen und naja, er war fast des Todes. Aber schau ihn jetzt an. Voll geil. Ah, da zieht jemand einen Hund auf anscheinend. Das dann ganz heimlich. Tja, soll er halt machen, wenn er meint. Gut, Leute, nächstes Part geht's zum Kaiser. Und was hat der ehemalige Champion vor? Er hat doch immer seine Halskrause. Also, wenn er nicht aufpasst, explodiert sein Hals. Und das ist nicht so gesund. Bis dann und ciao, mysteriös.